Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Eddie und ich spiele Titan Quest Atlantis. Let's go! Unser Held Edilithios, der Zauberbrecher, bricht nicht nur Zauber, sondern er bricht auch auf Richtung Korallentempel? Nein, den haben wir hinter uns. Wo geht's jetzt hin? Atlas Vorland, da sind wir stehen geblieben. Und das schauen wir uns nicht alleine an. Archibald, unser treuer Begleiter, stets an unserer Seite, wird sich hier mit uns durch die Bewohner dieses Zeltplatzes klicken. Horchen wir uns mal an, was Ahum, der Geschichtenerzähler, für Geschichten zu erzählen hat. Ah, du kommst aus Gardia. Mit den Phöniziern. Sie verkaufen ihre Purpurfarbe wirklich überall. Und mit Erfolg. Obwohl sie mehr als das Gewicht der Farbe in Gold verlangen. Sie wird aus den Schalen von Seeschnecken gewonnen. Angeblich ging die Göttin Tanit mit Melkart, dem Schutzpatron von Tyros, am Strand spazieren und bemerkte, dass das Maul ihres Hundes verfärbt war, nachdem er in angeschwemmte Weichtiere gebissen hatte. Archibald! Die Farbe gefiel ihr. Danke. Sie bat Melkart, ein Gewand für sie zu färben. So begann das berühmte Handwerk der Phönizier. Sie verkaufen auch sehr guten Wein. Wir Gomera treiben auch Handel mit ihnen. Und zum Glück bleiben die Phönizier an den Küsten. Sie sind keine Gefahr für uns. Der Hund ist in einem Loop gefangen. Glaubt, er darf das Zelt nicht verlassen. Ich mag blaue Farbe lieber. Ich mag blaue Farbe lieber. Das ist mein hartes Statement. Willkommen. Du wirkst erschöpft. Setz dich und ruh dich aus. Du scheinst weit gereist zu sein. Doch, du stammst aus dem Land der Griechen, nur einen Steinwurf entfernt, jenseits des Meeres. Auf was für einer Reise befindest du dich? Du suchst nach dem Garten der Hesperiden? Jenseits der Berge gibt es uralte Wälder. Wir gehen selten dorthin, aber vielleicht ist das dein Weg. Folge dem Bergpfad. Er führt dich hin. Viel Glück dir und deiner Familie. Meine Familie? Meint er Archibald, den Leichenkönig? Okay. Danke, Mehedi. Mehedi, da muss ich an DJ Mehdi denken, der leider verstorben ist, der aber mit Signatune in einem Remix von Thomas Bangalter übrigens, einem Mitglied von Daft Punk, die jetzt sich aufgelöst haben leider, der mit Signatune einen der besten elektronischen Hits der letzten 20 Jahre veröffentlicht hat. Das nur mal am Rande. Fremder, opferst du mir ein wenig deiner Zeit? Du reist auf dem Pfad gen Westen, nicht wahr? Ich habe hier einen Brief, der an eine Frau des Jasula-Stamms überbracht werden muss. Da ich kein Kämpfer bin, würde ich den Weg nicht bewältigen. Überbringst du den Brief für mich? Ein Brief, eine klassische Aufgabe. Bitte sag niemandem etwas davon, in Ordnung? Okay. Ach geil. Meister den Brief auf dem Boden. Corona-konform, mit ein bisschen Abstand, finde ich gut. So, geht's hier irgendwie weiter? Nope. Damit das klar ist, Fremder. Wenn du Waren aus unserem Lagerhaus willst, musst du dafür bezahlen. Sei vorsichtig. Nein. Nochmal einen Blick auf die Karte. Okay, hier geht's jetzt weiter. Da haben wir alles gesehen. Alright. Guck
Kommt schon, Archibald. Jawohl. Fein gemacht. Feiner Leichenkönig. Good boy. Was haben wir denn da? Iggy Pan. Tiermenschen. Die sehen ja auch cool aus. Aber die sterben so schnell, dass ich sie mir gar nicht genau anschauen kann. Und weiter geht's, solange die Kampfmarkierung hält. Nicht, dass das jetzt einen Unterschied macht, aber man kann es ja mitnehmen, ne? Hier so ein Pfeil, der geworfen wird. Spannendes Konzept. Wir haben wohl noch nie was von einem Bogen gehört. Oder von einer Armbrust. Nichts. Ah, das war eine Falle. Wie fies und auch so verzögert. Damit habe ich an der Stelle echt nicht gerechnet. Eine Mimikry-Kiste. Ey, come on, diese Mücken, oder in dem Fall Heuschrecken, das ist die schlimmste Idee, die es jemals in einem Action-RPG gab. Man kann sie nicht wirklich sehen, man kann sie nicht wirklich anvisieren, es macht auch gar keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Also geschweige denn, die zu besiegen. Man hat irgendwie kein Erfolgserlebnis dabei. Die sind halt einfach existent. Die sind nicht mal gameplay-technisch irgendwie interessant. Also aus einer Game-Designer-Sicht würde ich halt sagen, so, okay, die bringen keinen Vorteil. Wieso sollte man dann dumme Mücken in ein Prügelspiel einbauen? Und die Nachteile sind nicht mal interessant. Oh, heute ist meine Laune aber richtig gut, dass ich mich schon wieder direkt über Titan Quest beschwere, in das ich schon 100 Stunden gesteckt habe. Aber das muss auch mal sein. Außerdem lobe ich das Spiel ständig. Ja? Ich finde ja auch diese Viecher richtig geil, hier diese Balrog-ähnlichen Tiermenschen. Nee, wo gehen wir lang? Okay, hier geht es wahrscheinlich weiter. Oh, was haben wir denn da? Suchen Sie zufällig einen Brief, Herr Bakker? Krieger, hast du einen Augenblick? Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich bin Händler. Ich verkaufe exotische Gewürze an die Stämme hier. Ich habe ein verstecktes Lager, aber Monster sind eingedrungen. Ich konnte knapp entkommen, doch sie laben sich nun an meiner wertvollen Ware. Kannst du sie vertreiben? Gegen einen Anteil an der Ware? In einer der Höhlen im Gebirge öffnet sich eine Geheimtür, wenn man gegen einen losen Stein in der Wand drückt. Ich weiß nicht, wie sie hineingelangt sind. Vermutlich sind sie dem Geruch der Gewürze gefolgt. Ich glaube, das waren Basilisken. Majestätische, farbenfrohe Biester. Angeblich mit einer Vorliebe für Magie. Eine scharfe Klinge werden sie sicher nicht lieben. Bitte spute dich. Es geht um meinen Lebensunterhalt. Ich belohne dich ganz sicher. Ich werde mich sputen. Und wie wir sehen, hat Archibald schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ein bisschen unhöflich, während ich mich unterhalte, da zu kämpfen. Aber naja, er will ja auch nur helfen. So, sind das auch schon Basilisken? Nein, das sind Hyas. Da muss ich doch direkt an hier, wie heißt denn der Typ, Uncle Roger denken. Uncle Rogers? Na, ihr wisst schon, wen ich meine. Dieser coole YouTuber, der sich Videos anschaut von irgendwelchen weißen Leuten, die Reis kochen und das dann bewertet bzw. darauf reagiert. Eigentlich ein alter YouTube-Hut, Reaction-Videos, aber in dem Fall ist es wirklich lustig.
So, hier geht es wahrscheinlich rein, aber ich habe keinen Stein gedrückt. Ist das schon die Basiliskenhöhle? Sind das Ameisen? Also entweder ist schon lange her, dass ich Titan Quest gespielt habe und diese ganzen Monster-Varianten gar nicht mehr im Kopf habe. Oder die sind alle neu. Irgendwie auf jedem Kartenschnipsel entdecke ich irgendwelche neuen Gegner. Kann das sein? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, beziehungsweise jetzt in den Live-Chat, falls ihr die Premiere anschaut. Sind das alles neue Gegner? Das fände ich ziemlich nice. So, wir haben eine Uhrwerkvorrichtung gefunden. Während unzählige Getriebe und Zahnräder vor sich hin ticken, wird dir klar, dass du nie verstehen wirst, was das eigentlich ist. Also nehme ich es mit und hoffe, jemanden zu finden, der sich damit auskennt. Haben wir denn hier sonst noch ein Schild? Naja. Gut, jetzt bin ich hier unten gewesen, habe das eingesammelt. Wo geht's denn jetzt? Ah ja, da geht's weiter. Nun ist hier die Frage. Ah, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Jetzt muss ich nur noch da. Ha, ihr dachtet, ich würde das mal wieder verpassen, ne? Ich mache das ja ganz gerne mal. Aber in dem Fall habe ich aufgepasst und da haben wir ihn, den Basilisken. Weder Drache noch Schlange. Ein Mix aus allem Möglichen. Okay, zwei haben wir schon mal. Das werden fünf insgesamt. Muss ich dann doch nochmal heilen. Okay, fünf insgesamt. Und da ist nichts mehr. Aber wie hier sehen wir, wie erwähnt, die Gewürze. Das muss man ihm lassen. Er hat uns nicht angelogen. Feiner Herr. Vielleicht ein Corona-Leugner, aber ansonsten ganz fein. Und jetzt hole ich mir meine Belohnung ab. Was wird's werden? Bisschen Erfahrung, ein bisschen Geld, der Klassiker, oder? Oder würde mir doch ein bisschen Pfeffer in die Tasche packen? Da eine Spezialmischung. Ein bisschen Pommes-Salz für mich. Ich wusste, dass du sie töten kannst. Du bist ein wahrer Krieger. Hast du meine Gewürze gesehen? Hoffentlich ist noch etwas davon übrig. Aber hier ist erstmal deine Belohnung. Vielen Dank, Bakker. Gold und Erfahrung. Danke noch einmal, mein Freund. Du bist sehr mutig. Viel. Ein echter Held. Der Pommes-Salz-Held. So wird man mich hier nennen, im Atlasgebirge. Das ist ja cool hier. Ey, schaut euch das mal an, wie cool das hier aussieht. Okay, alles sehr safe hier. Irgendwas sagt mir, dass wir erst da lang müssen. Oder? Nee, schon richtig. Immer an diesen Fackeln orientieren. Wenn da Fackeln sind, geht es da garantiert weiter. Und das hier wird eine Sackgasse sein. Da ruckelt's aber, da ruckelt das Spiel, du. Eieieiei. Titan Quest Atlantis ist nicht bekannt für die beste Performance. Und hier sieht man es mal wieder. Schauen wir uns die Biester mal an hier. Ah, so viel sieht man gar nicht. Da. Uah. Da muss ich doch direkt an das Ding denken. Also an den Film. Das Ding hätte jetzt auch alles sein können. Was mache ich jetzt hier?
Unten wartet schon die nächste Quest auf mich, aber ich werde auf keinen Fall runterspringen. Wobei, hier ist ein Wasserfall. Bear Grylls mäßig könnte ich hier vielleicht... Oh mein Gott. Sorry, dass ich im Satz hängen bleibe, aber schau dich das mal an. Da sind diese bekannten Ziegen, die auf Olivenbäumen stehen. Sind es Olivenbäume? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Ziegen, die auf Bäumen stehen. Mega gut. Hey, wie? Nee, ich wollte schon sagen, das war's doch nicht. Und Attacke! Ansturm! Sehr angenehme Musik an der Stelle. Ein Schlag und die sind down. Wobei ein Schlag ist vielleicht übertrieben. Nicht selten greife ich ja auch mit beiden Waffen gleichzeitig an. Zählt das dann als Einschlag? Wenn ich es perfekt timen könnte. Wirklich. Auf die Millisekunde genau. Auf die Mikrosekunde genau. Würde es dann ein Schlag sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das keine Sackgasse ist, aber wir werden es gleich sehen. Im Zweifelsfall, da oben ist ja der Brunnen der Gesundheit. Ich kann ja das Spiel einfach neu starten und starte dann tendenziell da oben. Aber gucken wir erstmal, wo uns dieser Weg hinführt. Erstmal zu den Ziegen, das finde ich ja schon mal mega gut. Bestes Feature bis jetzt. Auch wenn ich nicht mit denen interagieren kann, muss ich doch sagen, das überzeugt mich jetzt. Falls ihr noch nicht Titan Quest Atlantis habt, hier habt ihr den Grund. Den Kaufgrund. Holt es euch. Muss ich doch direkt hier an den Goat Simulator denken. Meine beste Ziege, einfach weg. Hast du sie gesehen, Reisender? Bitte hilf mir bei der Suche. Mein Augenlicht ist nicht mehr das Beste. Sie graste direkt unter diesem Arganbaum. Ich bin nur ein paar Minuten eingeschlafen. Und jetzt ist sie verschwunden. Melita! Melita! Raten müsste, hat sie dieser freche Musiker gestohlen, der oben auf dem Hügel lebt. Ich weiß nicht warum, aber der Mann ist nicht richtig im Kopf. Herrlich. Das sind so die Quests, für die ich herkomme. Ja, ist ja gut. Ich kümmere mich um Melita. Und danach trinken wir nochmal einen Kaffee zusammen, alles klar? So, da hier, kolossaler Spaltenskorpion. Na gut, nicht kolossal genug. Es wäre auch irgendwie witzig, wenn die stärker wären als Hades. Wir hatten ja jetzt das Thema schon ein paar Mal, auch in den Kommentaren, wo das Spiel denn hier eigentlich angesiedelt ist, beziehungsweise das Add-on. Und man sollte das vor dem Endboss spielen. Und so gesehen ergibt das wirklich Sinn. Ich meine, mal schauen, was hier so der quasi Endboss ist in diesem Add-on. Ich bezweifle es, dass es einem Hades würdig ist. Ist das Melita? Nee. Das wäre lustig, wenn er sie einfach nicht sehen könnte. Ich bin jetzt hier. Da ist noch eine Höhle. Da muss ich wahrscheinlich hin und hoch. Ne? Weil hier wird es nicht weitergehen. Deswegen erstmal hier diese Halbinsel abklappern. Die Binneninsel. Dicke Truhe. Schade. Aber immerhin was Grünes. Immerhin. Wieso? Ja, danke. What? What? Seriously? Ein Ring ohne Werte? Sowas gibt's?
Erklärt mir das bitte. Ist das ein Bug? Ist das normal? Kann ich irgendwas anderes mit dem Kuklos des Erfinders machen? Frechheit. Nee, das ist ja auch eine Frechheit hier. Das wollte ich gar nicht einsammeln. Das Ding hatte mehr Werte als der scheiß Ring. Ein grüner Ring. Hat er zumindest einen Wert? Der hat nicht mal einen verdammten Wert. Na nee, das sieht man hier gar nicht. Nur da komme ich her und da oben will ich hin. Die Farben sind wieder so schön. Man nennt mich auch den Insektenvernichter. Manchmal nennt man mich auch das Sackgesicht. Wieder Giftsäcke einsam. Come on. Kleines Labyrinth hier. Komm ich her? Da geht's nicht lang. Was ist denn mit dem los? Ah ne, das kommt von oben. Ich habe mich schon gewundert. Ein richtiger Strahl, der da aus ihm rausschießt. Wäre irgendwie ein Endgegner oder so. War die Ameise aber gar nicht. Geht's weiter? Da geht's auch weiter. Ach, come on! Okay, hier haben wir doch schon mal was. Das ist fein. Das ist der Musiker. Und da hinten, was erblicken meine Äuglein dort? Ist das etwa Melitta? Natürlich, die Ziege gehört mir. Schon immer. Und heute ist ihr besonderer Tag. Aber wenn du Interesse daran hast, einigen wir uns vielleicht. Wie? Also, eine Gruppe Egipane kommt meinem Lager immer näher. Beseitige sie, dann gehört die Ziege dir. Bring mir einen ihrer Köpfe. Als Beweis. Och. Wieso habe ich irgendwas mit Männern, die auf Ziegen starren, zu tun? Das wird auf jeden Fall der Folgentitel. Ich kann auch die Quest einfach ignorieren. Wäre auf jeden Fall auch ein Statement. So, da bewegt sich ein Ausrufezeichen. Rotfaust der Pfähler, Anführer der Egipane. Und das können wir streichen. Ex-Anführer. Und jetzt haben wir auch noch seinen Kopf. Geil. Schön, dass sie dafür ein Asset hatten. Ein ziemlich großer, abgetrennter Kopf. Was für eine Trophäe. Ja, die behalten wir. Witcher-Style. Geralt wäre stolz auf uns. Wir haben kein Pferd, also Archibald. Du musst den Kopf mitschleppen. Als Trophäe, als Glücksbringer, als ordentlichen Buff. Wunderbar! Solch ein Kopf ist ein viel besseres Opfer für die dunklen Mächte der Musik als diese Ziege. Oh, sieh dir nur diese Hörner an. Ich nehme den Kopf, du die Ziege. Wie versprochen. Okay, jeder hat so seine Vorlieben. Er steht auf abgetrennte Köpfe. Ich aber nicht auf Ziegen. Kommt ihr jetzt mit oder wird das jetzt so eine Escort-Mission? Also nicht so ein Escort, sondern ihr wisst schon, was ich meine. War es das? Kann ich jetzt zurück? Wahrscheinlich, ne? Ich muss nicht mit der Ziege interagieren. Put, 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 Melitta. Put, put, put. Das wäre es jetzt gewesen, oder? Wenn das eine Escort-Mission gewesen wäre. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich ja schon alles erledigt, aber ich will ja noch dahin.
Schau mal, hier geht's jetzt weiter. Oh nein, jetzt habe ich da oben was verpasst. Scheiße. So viel zu meiner These, dass hier diese Fackeln immer eindeutig zeigen, wo es weitergeht. Nun gut, dann bringen wir mal die Ziege zurück, die wir nicht bei uns haben. Oder gibt es einen anderen Weg? Sehe ich nicht. So, ich mache das mal so. Ich pausiere das an der Stelle und mache dann weiter, sobald ich wieder bei dem alten Herren bin, der Melitta vermisst. Bis gleich. Okay, irgendwas habe ich mit der Pause falsch gemacht, nicht wahr? Ihr habt mich die ganze Zeit gesehen. So, und zwar, ihr habt ja gesehen, ich habe hier einen weiteren Ausgang gefunden, der uns woanders hinführt. Und es könnte sein, dass wir jetzt wieder da landen, wo ich bereits war, oder? Durch einen Wasserfall durch. Die Frage ist, ist das jetzt der schlauste Weg oder sollte ich doch zuerst zu dem Mann gehen? Cool das aussieht. Schau euch das mal an hier, dieser Effekt. Die Geister da hochschweben. Das sieht man tagsüber gar nicht so gut. Ich sammle mal ein paar Gegner. Dann drehe ich mich. Hat ja fast geklappt. Da hinten sehe ich schon den Brunnen der Gesundheit. Ist der Gesundheit oder Wiedergeburt? Das wird wohl genau das sein, was ich erwartet habe. Oh, das Ding hat Werte. Ich raste aus. Das Ding wird mich jetzt nicht lange begleiten. Ja. Da waren wir zuletzt. Aber das Ding muss ich jetzt nicht nochmal anklicken. So, wie komme ich jetzt am schnellsten wieder da runter? Hier ging es durch die Höhle oder nicht? Okay, jetzt mache ich Pause und zwar wirklich und wir sehen uns sofort wieder. Und zack, jetzt stehen wir hier unten. Direkt beim Ziegenmann. Hallo Ziegenmann. Ist das schon die Ziege? Du hast meine Ziege gerettet. Gesegnet seist du, Fremder, für deine Ehrlichkeit. Du bist ein echter Tierfreund. Ich glaube, kein so großer Tierfreund wie du, Abdamon. Danke nochmal, mein Freund. Zumal ich schon sehr viele Tiere getötet habe. So, wie komme ich jetzt am schnellsten hier raus? Das war der Weg hier oben, nicht wahr? Ja. Ist auch egal. Archibald, wie geht's dir eigentlich? Wir reden so selten. In letzter Zeit zumindest. Was ist los bei dir? Was machst du so, während wir nicht kämpfen? Bist du in irgendeiner Art Paralleluniversum?
Ich meine, du bist der Leichenkönig. Was macht man so als Leichenkönig? Hast du irgendwelche Hobbys? Gehst du gern tanzen? Bist du verheiratet? Und ist deine Magie dunkle Magie? Oder ist das Ansichtssache? Und wieso lächelst du nie? Was habe ich falsch gemacht? So, die Cocktailvögel haben wir auch erledigt, dachte ich. Wie geht's jetzt weiter? Ich bin echt gespannt. Das passt ja zu mir. Des Geisterrufers Talisman. Schauen wir, wie das Ding aussieht. Okay. Standard. Standardgrafik für den Talisman. Petra. Ein bisschen Eitre für den Tierfreund. Das Gute ist, ich bin weder Tier- noch Menschenfreund, deswegen kann ich ganz einfach diese Tiermenschen erledigen. Das ist auf jeden Fall meine größte Stärke. Das ist auf jeden Fall meine Superheldenkraft. Ich hasse einfach alles. Also Edilizios hasst einfach alles. Liebe natürlich alles. Oh, da sehe ich schon eine neue Stadt auf mich zu kommen. Die Minimap verrät's mal wieder. Oh, yes! Hier kann es weitergehen. Wir sind immer noch im Atlasgebirge. Und das ist das Portal des Atlasgebirges. Wie wir sehen, haben wir jetzt schon 3 von 6 Portalen freigeschaltet. Das sieht gut aus, Leute. Und ich würde sagen, an dieser Stelle geht es nächstes Mal weiter. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und vergesst nicht, das Video zu liken. Ciao.